Mission 3 geht wieder zurück auf einen Gegner, die Stadt Tyros. Die sieht zwar aus wie Troja für Arme, aber das heißt leider nicht, dass ihre Eroberung nicht potenziell zäh wird. Auf dieser Karte werdet ihr eure Rohstoffe primär aus 5 Bergen in und um eure Startposition beziehen. Die beiden in eurem Startgebiet enthalten Kohle, Gold und Stein, welche ihr auch recht früh brauchen werdet, da die Steinfelder nicht besonders üppig sind. Eisen findet ihr erst in den 3 Bergen nördlich eurer Startposition, zusammen mit weiteren Vorkommen aller anderen Bodenschätze. Ich hielt es zunächst für einen Witz, aber diese Karte empfiehlt tatsächlich den Bau und Einsatz von Kriegsmaschinen. Da die großen Türme auch nur mit L2-Soldaten besetzt sind, lassen sich 4 bis 5 Ballisten tatsächlich gut nutzen, um die äußeren Türme zu zerstören, ohne dass sich die KI aktiv darum kümmert. Kriegsmaschinen sind der KI nämlich völlig egal. Denkt aber daran, dass auch Kriegsmaschinen von Kampfkraft beeinflusst werden.